Ja, guten Abend. Wir sind heute in Eichstätt im Kapuzinerkloster und wir dürfen mit Michael Kuhn sprechen von der Europäischen Bischofskonferenz. Er hat sich bereit erklärt, ein paar Gedanken über die Enzyklika Laudato Si uns mitzuteilen. Herr Kuhn, vielen Dank zunächst mal für Ihre Bereitschaft. Wann haben Sie denn das erste Mal von der Enzyklika gehört? Sie ist ja 2015 erschienen, Mitte 2015 circa. Im Lauf der Vorbereitungsarbeiten, die ja einige Jahre davor, ich glaube 2013 begonnen haben, ist uns klar geworden, dass der Papst nun in einer solchen Enzyklika arbeitet. Für uns war es eher die Frage, wann diese Enzyklika fertig sein wird und wann sie letztendlich erscheinen. Ja, sehr spannend. Mhm. Damit erübrigt sich auch die zweite Frage, wie Sie auf den Text aufmerksam geworden sind. Die Enzyklika ist ja sehr umfangreich. Welche Grundaussage oder welche Grundaussagen würden Sie hervorheben? Welche Gedanken kommen Ihnen so direkt in den Sinn, die besonders wertvoll sein könnten? Also für mich sind drei Gedanken bei der Enzyklika wichtig. Das erste ist der integrative Ansatz, dass deutlich ist, dass also, was bisher auch in der wissenschaftlichen Diskussion war, die Frage, ob das Soziale oder das Ökologische wichtiger sei, dass also das Ökologische und das Soziale miteinander verbunden sind und nicht voneinander zu trennen sind. Der zweite Punkt ist, dass es nicht ausreicht, irgendwelche technischen Lösungen für unsere Probleme, die auch mit dem Klimawandel und überhaupt mit der ökologischen Krise zu tun haben, zu finden, sondern was wir brauchen, ist eine Umkehr, eine Konversion, eine ökologische Konversion. Und das Dritte, das für mich eigentlich der Kern ist, das ziemlich in der Mitte steht, glaube ich, bei 106, ist, dass der Papst sagt, das Grundproblem, das wir haben und warum es so schwierig sein wird, zu dieser Konversion zu kommen, ist zu verstehen, dass die Idee eines ständigen Wachstums, das wir meinen zu brauchen, dass das mit einem endlichen Planeten, auf dem wir letztendlich leben, nicht zu verbinden ist, dass das sogar eine Lüge ist. Also, dass wir, wenn wir bei dieser Lüge bleiben, wir können pausenlos wachsen in einem endlichen System, dass wir das System und damit letztendlich auch uns kaputt machen. Okay, vielen Dank. Gibt es auch, sehen Sie Schwächen oder Kritikpunkte in der Enzyklika oder würden Sie irgendwas benennen wollen, das Ihnen fehlen würde, wenn man so sagen kann oder darf? An der Enzyklika wird konkret kritisiert, dass sie in verschiedenen Bereichen allgemeiner bleibt. Das kann man als Kritik sehen, natürlich kann man sich wünschen, dass dann der Papst den einen oder anderen Punkt stärker ausführt, seine Kritik an der Wirtschaft etwa oder auch in einzelnen Vorschlägen, die er macht. In anderen Vorschlägen wird er ja sehr detailliert, dass er immer über Städtebau oder über Kunst redet. Aber ich glaube, das Wesentliche bei dieser Enzyklika ist, dass der Papst versucht, uns deutlich zu machen, dass es letztendlich um eine Mentalitätsänderung geht. Das heißt also, wenn wir nicht unsere Mentalität, unsere Erwartungen und die Einschätzung unserer Möglichkeiten verändern, dass dann alle technischen Lösungen zu kurz greifen werden. Das heißt also, dort müssen wir ansetzen, um letztendlich die Konversion auch wirklich zustande zu bringen. Mhm, vielen Dank. Wie groß schätzen Sie die Wirkung, den potenziellen Impact von Laudato Si ein? Und gibt es bereits Resonanz, die festzustellen wäre? Also interessant ist, dass die Enzyklika sicher außerhalb der Kirche einen größeren Impact, eine größere Wirkung hat als innerhalb der Kirche. Das hat zum Teil auch theologische Gründe. Aber drei Beispiele vielleicht. Bereits im Jahr 2016 hat die Europäische Kommission einen Text über Nachhaltigkeit veröffentlicht, eine Studie, und da wird ausführlich auf Laudato Si eingegangen, also bereits ein Jahr nach dem Erscheinen. Das zweite ist, dass eben Nature eine eigene Themennummer der Enzyklika gewidmet hat, was auch eher ungewöhnlich ist. Und das dritte ist, dass eben dieses Buch, das der Club of Rome im letzten Jahr veröffentlicht hat, Wir sind dran, sozusagen ein Scharnierelement zwischen der Beschreibung der Situation und den Lösungsmöglichkeiten Laudato Si als ein zentrales Dokument einführt und eigentlich die ganzen Lösungsvorschläge an der Hand von Laudato Si auch evaluiert und beurteilt. Vielen Dank, schöne Illustration.
Wie könnte das Lehrschreiben konkret als Katalysator für Veränderungen fungieren? Also sagen wir mal noch konkreter. Und welchen Wandel könnte die Enzyklika damit anstoßen? Ja, so wie ich zuvor schon gesagt habe, also das wesentliche Element für den Papst ist, dass es letztendlich darum geht, dass wir verstehen, erstens einmal über den integrativen Ansatz, dass das, was wir tun, nicht nur Auswirkungen für uns selbst oder für unsere nähere Umgebung oder für unser Land oder unseren Kontinent hat, sondern letztendlich globale Auswirkungen hat. Also konkret zum Beispiel, wenn wir hier Lösungen suchen für unser Problem, um zum Beispiel innerhalb der Klimazielsetzung von Paris zu bleiben, Beispiel, Deutschland setzt jetzt voll auf die Elektromobilität, dass das letztendlich Auswirkungen hat auf andere Kontinente. Warum? Weil eben die seltenen Erden, die wir für die Batterien brauchen, dort unter wahrscheinlich menschenunwürdigen Bedingungen geschürft oder produziert werden. Das heißt also, wir müssen bei den Lösungen, die wir suchen, müssen wir global denken. Nicht nur lokal oder kontinental, sondern global denken. Und nur so können wir zu ehrlichen Lösungen kommen. Und Laudato Si möchte uns anleiten dazu, diese Lösungen so zu suchen, dass sie wirklich globale Lösungen sind und nicht individuelle oder kontinentale Lösungen. Vorletzter Fragenbereich, da geht es ein bisschen um die Rolle von Hochschulen. Mehrere Experten sehen in Wissenschaft, also Forschung und Bildung, einen wichtigen Treiber eines Wandels der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit. Damit die Wissenschaft so agieren kann als Wandler, muss sie sich allerdings erst selbst transformieren, sagt zum Beispiel Uwe Schneidewind, ein deutscher Professor. Forschung und Bildung müssten sich stärker an den großen globalen Herausforderungen wie Klimawandel orientieren und die Zivilgesellschaft stärker einbinden. Es gibt nun universitäre Akteure, die neben fachlich-technologischen Ansätzen auch normativ religiös geprägte Impulse aufnehmen und in den Diskurs stellen. Sehen Sie ein Potenzial, wenn universitäre Akteure so vorgehen für einen Wandel? Ich glaube, es muss nicht unbedingt Religion sein, die sozusagen der Katalysator ist, um diesen Wandel herbeizuführen, sondern ich glaube, was wesentlich ist, dass die Wissenschaft, die ja in den letzten Jahrzehnten sich zunehmend spezialisiert hat in Einzeldisziplinen und immer engere Einzelfachbereiche, dass die Wissenschaft sozusagen nicht dass diese Fachbereiche aufgibt, die werden wir brauchen, um Lösungen zu finden. Aber das Verständnis muss auch entstehen, dass diese Einzelbereiche eingebunden sind in das Gesamt. Das heißt, dass ich darf über den Blick durch das, sage ich mal, sehr enge Mikroskop der Einzelwissenschaft, darf ich den Blick für das Ganze nicht verlieren. Und daran zu erinnern, kann Aufgabe der Religion sein, aber kann auch Normalaufgabe des Wissenschaftlers sein, der sich eben immer in dieser Spannung versteht. Auf der einen Seite aus meiner Einzelwissenschaft einen Beitrag zur Lösung zu leisten, aber gleichzeitig zu verstehen, dass es eben nur ein Segment ist und dass die wirkliche Veränderung nur dann zustande kommen kann, wenn die verschiedenen Segmente zusammenarbeiten, miteinander in Kontakt stehen und wenn ich versuche, sozusagen meinen Beitrag als einen Teil von so vielen anderen Beiträgen zu sehen, die letztendlich diese Veränderung bewirken können, die wir brauchen. Vielen Dank. Letzte Frage. Inwiefern und in welchen Situationen oder Kontexten setzen Sie sich für die Appelle der Enzyklika ein? Wir versuchen einfach in der Arbeit in Brüssel als Vertretung der Kommission der Bischofskonferenz in der EU, versuchen wir einfach, die Enzyklika als einen Rahmen für unsere Arbeit zu nehmen. Das heißt also jetzt nicht, dass wir nur sagen, okay, wenn wir über soziale Fragen sprechen, wenn wir über ökologische Fragen sprechen, sondern eben, weil die Enzyklika integrativ ist, das heißt also, dass sie versucht darzustellen, dass alles mit allem zusammenhängt, versuchen wir das auch in andere Bereiche einfach hineinzubringen. Konkret im Gespräch über Landwirtschaft zum Beispiel oder über Transport oder Mobilität im Allgemeinen und über Energiegewinnung, also überall dort, wo sehr spezifische Themen verhandelt und besprochen werden, versuchen wir klarzumachen, dass die Enzyklika helfen kann,
über den engen Rand des Fachbereiches hinauszuschauen und sich zu überlegen, welche Auswirkungen Lösungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen, haben für das globale Bild. Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Michael Kuhn, für dieses Interview. Gern geschehen.